Pinken, Barane und die Pendler der Mangroven. Sie können sich sowohl im Wasser als auch in der ausgezeichneten Fahrt bewegen. Letzte lebende Dinosaurier bezeichnet. Doch sie begannen erst 40 Millionen Jahre nach den Sauriern, die Erde zu bevölkern. Mit 3,21 Meter hält der Pinkenbaran den Längenrekord unter den Echsen. Dieses Männchen ist angespannt. Ein Konkurrent hat sein Revier betreten. Wenn zwei gleich große Männchen aufeinandertreffen, entscheidet der Kampf, wer bleiben darf und wer gehen muss. Das Kräftemessen folgt strengen Regeln. Keine Büsse, keine Kratzer. Die Warane ringen nur miteinander, ohne sich ernsthaft zu verletzen. Der Unterlegene räumt das Feld und überlässt dem Sieger Nahrung und Weibchen. An der Küste münden die Ströme ins Meer. Über die Ozeane strömen mächtige Passatwinde und laden sich mit Feuchtigkeit auf. Neue Regenwolken für den tropischen Wald. Der Kreislauf des Wassers schließt sich. Ein Kreislauf des Lebens. Nur ein einziges Ökosystem auf der Erde ist so vielfältig wie der Regenwald. Korallenriffe. Sie bilden vor der Küste ihren eigenen, einzigartigen Lebensraum. Im Riff gelten ähnliche Naturgesetze wie im Dschungel. Auch hier gibt es komplexe Wechselbeziehungen. Die interessanteste von allen ist die Koralle selbst. Bestehen aus unzähligen Nesseltieren, den Polypen. Mit ihren Tentakeln fischen sie Plankton aus dem Wasser. Um zusätzlich Nährstoffe zu bekommen, bilden sie eine Symbiose mit den anderen. Auf einem Quadratzentimeter Koralle können über 1 Million Algenzellen siedeln. Eine Lebensgemeinschaft, von der beide profitieren. Die Koralle bietet einen sicheren Aufenthaltsort. Die Alge liefert zusätzliche Nahrung. Mit Hilfe von Sonnenenergie produziert sie Traubenzucker. Fast die Hälfte aller Fischarten der Erde lebt in und von den Korallen.
Zeit haben sich die Lebewesen auf unterschiedliche Nischen spezialisiert. Im Brandungs- und Toasten Flachwasser gedeihen robuste Steinkorallen. Bin ich schon bei.